Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es wieder um das Thema die Pleite von Option Sellers im Erdgasmarkt und was sind unsere Learnings daraus. Wir haben am Montag schon darüber gesprochen, was wir wissen, also was ist passiert, und jetzt reden wir darüber, was wir aus dieser Geschichte für uns lernen können, was wir daraus ableiten können, weil das ist ja das Entscheidende, was lernen wir aus solchen Markttragödien. Also, ja. Also, was sind die Learnings aus dieser ganzen Geschichte? Ich persönlich bin bei solchen Sachen immer, also mir fällt zum einen immer auf, dass wenn man dann viele Sachen in Foren liest, beispielsweise jetzt auch selbst bei uns hier auf Facebook und ich weiß jetzt nicht, was am Montag unter die Kommentare geschrieben wurde, weil ich habe das Video jetzt gleich am Montag hier noch mit aufgenommen, also diesen zweiten Teil. Aber man liest, also gerade ich habe es in vielen Foren gelesen, sehr viel Häme, ne? Ja, was sind das für Deppen und das sieht man mal wieder und bla bla bla. Und da kommen so alle möglichen Leute kommen dann und hauen darauf ein. Das finde ich ist aber nicht sehr, sehr, abgesehen davon, dass es kein guter Stil ist, ist es nicht sehr zweckführend, ne? Weil jetzt zu sagen, okay, die sind alle dumm und die haben alle keine Ahnung und wie blöd müssen die gewesen sein, was nützt mir das, ne? Also was habe ich für einen Vorteil daraus, was kann ich daraus lernen? Nix. Und aus dem Grunde, glaube ich, ist es sinnvoller zu sagen, okay, was können wir daraus lernen? Und das erste Learning muss natürlich ganz, ganz klar sein, dass man sagt, okay, Positionsgröße bleibt in jeder Art von Handel, das A und O. Weil das, was hier passiert ist, könnte theoretisch in jedem Markt morgen genauso wieder passieren. Das könnte morgen genauso wieder passieren, dass wieder irgendwas in einem Markt passiert und dass sich Optionen, die du geschrieben hast, verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen, verzehnfachen. So. Und deswegen, ich habe damals in meinem Buch Optionsstrategien für die Praxis geschrieben, eine maximale Positionsgröße von 2. Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dass wir diese Positionsgröße schon seit langem nicht mehr verfolgen. Ne? Also, dass wir schon deutlich runtergegangen sind, dass wir eher so auf 1% sind im Extremfall. Also da, wo es aggressiv ist. Ne? Dass wir sagen, okay, selbst in einem kleinen Konto, wo du sagst, okay, ist ein 5.000er Konto, da handelt es jetzt keine Future-Option, aber selbst da sagen wir, okay, 1%, vielleicht 2%, aber das ist wirklich schon mega, mega, mega aggressiv. Und mega aggressiv heißt auch, mega aggressiv bedeutet auch aggressiv mal in die andere Richtung. Ne? Also das muss man ganz klar wissen. Deswegen das erste Learning für mich hier ganz klar, Positionsgröße, 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 weil man kann sich über diesen Trade streiten, wie man möchte. Also, war das jetzt ein Wetter-Future, muss man den unbedingt short sein und so weiter und so fort. Ne? Das alles spielt letztendlich keine Rolle, wenn es nicht mit der Positionsgröße klappt. Weil wir sehen immer auch mal wieder Situationen im Markt, gerade auch im Aktienmarkt. Du hast irgendwie eine Aktie, die steigt fantastisch, die macht ein Allzeithoch, über Nacht kommt eine Meldung, die Aktie ist 40% tiefer. Ne? Das heißt, dann nützt dir auch der gut ausgesuchte Trade nichts. Wenn du das nicht in die Hand nimmst, was du in die Hand nehmen kannst, und das ist die Positionsgröße. Den Kursverlauf kannst du nicht beeinflussen. Du hast keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber die Positionsgröße hast du immer in deiner Hand. Das ist nämlich deine ganz bewusste Entscheidung. So. Und das heißt also, wenn ich auch lese, ich habe in einem Kommentar gelesen, jemand hat geschrieben, er hat mit Puts und Calls im NetGas 50% auf sein Konto verloren, und dann hat jemand gefragt, wie groß war dein Konto? 10.000 Euro. Naja, und 10.000 Euro für Erdöl und Erdgas zusammen in einem Markt, schwierig. Ne? Also das heißt, auch da waren die Positionen definitiv zu groß. Und deswegen, für mich, das Learning ist ganz klar, das ist jetzt allerdings nichts Neues, sondern das haben wir schon seit langer, langer Zeit beherzigt, dass wir die Positionsgrößen nicht zu hoch wählen, weil, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, natürlich haben wir auch mit diesen Trades verloren, aber da reden wir vielleicht darüber, dass wir 5% verloren haben, ne? So, das tut immer noch wahnsinnig weh, und auch wenn ich dieses Jahr in meinem Future Optionshandel kein gutes Jahr habe, ne? Und das weh tut, und ich sage, das ist kein Jahr, was du dir ausdruckst und an die Wand hängst, ne? Aber es gibt einen ganz, ganz entscheidenden Punkt.
egal ob ich jetzt in einem Jahr mal 10% oder 15% oder selbst mal 20% verliere, das lässt mich immer noch am Leben. Das heißt, ich kann immer noch weitermachen. Ich kann weiter mit meinem Kapital handeln, weil das wichtigste Kapital, was du als Trader hast, das ist einmal dein Wissen und zum anderen aber auch dein Geld. Weil wenn du dann alles Wissen der Welt hast, hast aber kein Geld mehr, nützt dir es nichts. Ja, das heißt, also Kapitalerhalt ist nun mal das Entscheidende, das ist das A und O. Also noch vor Gewinnerzielung muss immer der Punkt stehen, wie sichere ich mein Kapital ab. So, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Und zwar, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von nackten Optionen. Und zwar aus einem ganz, ganz simplen Grund, weil ich statistisch betrachtet weiß, dass ich mit nackten Optionen langfristig genauso Geld verdiene oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, als wenn ich mit Spreads handle. Allerdings, und jetzt gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied, und das ist mir auch dieses Jahr in vielen Dingen, in vielen Gesprächen mit Leuten klar geworden. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich habe ein Konto oder ich habe 100.000 Euro Vermögen als Beispiel, dann würde ich nicht 100% von diesen 100.000 in den Optionshandel stecken. Und zwar nicht, weil ich mir persönlich das nicht zutraue, das zu machen, sondern weil ich einfach weiß, es gibt immer Dinge, die ich nicht in der Hand habe, die ich nicht beeinflussen kann und die extrem werden können. Und zwar extrem negativ werden können. Und aus dem Grunde würde ich zum Beispiel bei einem 100.000er Konto, würde ich zum Beispiel immer sagen, okay, ich nehme vielleicht 20-30% von mir aus oder vielleicht, selbst wenn ich sehr, sehr optimistisch bin, 40% in den Optionshandel und das andere Geld investiere ich woanders. Ne? Das heißt, ich habe einen Teil Bargeld, ich habe einen Teil Aktien, ich habe andere Anlageformen. Ne? Also das heißt, ich würde mein Geld immer ein bisschen aufsplitten. Und zwar so, dass es trotzdem aktiv ist, dass es auch im Kapitalmarkt ist, aber vielleicht mit gänzlich unterschiedlichen Strategien dort auch angelegt. So, das ist Punkt Nummer 1. Und weil ich das mache, weil ich sage, okay, wieder das Beispiel, 100.000, 20.000, 30.000 im Optionshandel, nackte Option, Konto wird weggehauen, komplett von mir aus. Und wenn also jetzt angenommen, dieses reine Optionskonto, wenn das jetzt implodiert, ne, wenn sowas passiert wie jetzt bei den Jungs von optionsellers.com, dann habe ich immer noch Geld, um weiterzumachen. Dann habe ich immer noch Geldanlagen, dann habe ich immer noch Dinge, die etwas erwirtschaften. Das heißt, wenn ich wirklich diesen, ich nenne es jetzt mal Black Swan, für das Depot einkalkulieren muss, dann weiß ich eben, ich bin auf anderen Sachen auch noch dabei. Ne? Okay, jetzt mag es Black Swans auf der Welt geben, die wir nicht einkalkulieren können. Wenn morgen eine Atombombe fällt, naja, okay, dann ist eben wurscht. Ne? Aber wenn man einfach sagt, okay, durch solche extremen Marktbewegungen und es passiert irgendwas, was wir noch nie gesehen haben. Wir haben 1% in einer Position oder in zwei Positionen oder in drei Positionen jeweils 1% und die laufen jetzt plötzlich alle gleichzeitig und vervierzigfachen sich, na, dann sind wir auch pleite. So, also das muss man schon einfach, das kalkuliere ich ein. So, was ist jetzt aber, und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft jetzt auch, für diejenigen, die sagen, es steckt aber mein Großteil des Geldes im Optionshandel oder ich möchte den Großteil meines Geldes im Optionshandel haben, dann sollte man sich natürlich immer mal die Frage stellen, wie kann ich denn dann dieses Risiko des Totalverlustes, nicht des Verlustes, das Risiko eines Verlustes könnt ihr nie im Leben ausgleichen. Das könnt ihr nicht ausgleichen, ne? Also das könnt ihr nicht wegnehmen. Also wer eine Strategie findet, wo es keine Verluste gibt, herzlich willkommen, komm zu mir. Aber wenn du also eine Strategie hast, wo du sagst, okay, wie bekomme ich dieses Totalverlustrisiko raus, zumindest durch eine Marktbewegung. Ne? Klar, wenn du jetzt 20 Jahre lang hintereinander immer nur Minus machst, bist du auch bei Null. Aber dass du sagst, okay, es passiert eine Sache am Markt und dann bin ich weggeblasen. Wenn man das umgehen will, dann gibt es nur eine im Optionshandel, im Optionsverkauf, nur eine einzige Lösung. Und diese Lösung ist ganz simpel, nämlich verkaufe nur Spreads. Verkaufe nur Spreads, wo du einfach ein begrenztes, maximales Verlustrisiko hast. Das heißt also, wenn du sagst, okay, wir bleiben mal bei dieser Erdgasgeschichte, ich möchte da Call-Optionen verkaufen, weil die Volatilität jetzt so groß ist. Und dann verkaufst du die und du sagst, okay, ich will eine bestimmte Prämie einnehmen. Dann musst du eben eins machen, wenn du das Risiko, also das ist eine ganz bewusste Entscheidung auch, wenn du das Risiko des Totalverlustes ausschließen willst, wenn du sagst, okay,
mehr als 10% darf mich dieser Trade von meinem Konto nicht kosten. Dann mach einen Spread. Und den Spread, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Der Spread darf natürlich jetzt nicht so angelegt sein, dass man sagt, okay, ich hätte jetzt mit der nackten Option $500 eingenommen, mit dem Spread bloß noch 100, also mache ich jetzt 5 Spreads. Weil dann ist wahrscheinlich das Risiko, dass du durch den Spread hast, genauso groß, weil du die fünffache Anzahl hast wie mit dem einen. Das heißt, du musst dir jetzt ganz bewusst die Frage stellen, was hat der Spread für mich für eine Bedeutung? Bedeutung Nummer 1 ist es eben, dass du sagst, okay, ich werde weniger Geld verdienen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig in die Hälfte oder ein Drittel sein, sondern es können auch nur ein paar Punkte weniger sein, die du verdienst. Warum? Weil du kannst natürlich auch andere Dinge machen, du kannst Positionen mal ein bisschen länger laufen lassen und so weiter und so fort. Also das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es werden andere Dinge dann mit Rollen passieren und so weiter. Das heißt, du musst dich dann auch in Spreads besonders einarbeiten. Das ist eine andere Art des Handels. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wenn ich jetzt den James Courtier und den Michael Cross von Option Sellers fragen würde, wenn wir die Gelegenheit hätten, würdest du in Zukunft, wenn du es nochmal könntest oder rückwirkend Spreads handeln, würden die garantiert sagen, ja. Warum? Weil du eben dann das Risiko des Totalverlustes ausschließen könntest. So, ihr hört übrigens, bei uns wird wieder geklopft. Finaler Tag, Fußbodenbelege, kann man rein. So, also das heißt, das ist einfach ein Punkt, den man beachten sollte, wenn man diesen Risiko komplett aus dem Weg gehen will. Und für uns ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir zum Beispiel in Kundenkonten, wir haben das jetzt in diesem Jahr schon teilweise angefangen und wir werden das jetzt radikal umsetzen, dass wir jetzt sagen, wenn wir fremdes Geld handeln, werden wir ausschließlich mit im Risiko begrenzten Positionen handeln. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir nicht wissen, wie viel Geld der Kunde in diesen Anlagen hat. Wenn es mein eigenes Geld ist und ich vertrade mein eigenes Geld, dann ist es meine eigene Verantwortung. Dann ist es weg, dann habe ich die Verantwortung dafür und dann muss ich auch mit den Folgen leben. Aber wenn du für jemand anderen handelst, dann ist es auch ein gewisses Maß deine Verantwortung, was mit dem Geld passiert. Und du kannst natürlich immer zu dem Kunde sagen, pass auf, und das unterschreibt heutzutage auch jeder Kunde, ne? Dass er nicht sein ganzes Geld reintun soll, sondern dass es aufsplitten soll in verschiedene Bereiche und dass es ein substanzielles Verlustrisiko gibt und so weiter und so fort. Ne? Jeder unterschreibt es, trotzdem am Ende machen es doch die wenigsten. Und aus dem Grund ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass wir sagen, okay, wir haben das schon lange Zeit diskutiert, im institutionellen Bereich haben wir es ohnehin schon gemacht. Und jetzt werden wir es auch in unseren Managed Accounts machen und so weiter. Wir werden also nur noch mit Spreads handeln, auch auf das Risiko hin, schlechter zu performen und auch auf das Risiko hin, dass es länger dauert, bis wir Drawdowns wieder aufgeholt haben. Das ist es uns aber wert, dieses Swan, Sleep Well at Night, das ist es uns definitiv wert und das ist einer unserer wichtigen Learnings hier bei uns aus dem, was da jetzt hier bei optionsellers.com passiert ist. Und jetzt bin ich mal wirklich, und ich hoffe, wir können da hier eine vernünftige Diskussion führen, entweder hier oder auch bei uns in der Facebook-Gruppe. Ich werde das Video dort auch teilen. Wie seht ihr das für euch auch selber? Könnt ihr auch damit leben? Werdet ihr das eventuell auch so umgestalten? Wie gesagt, wir reden jetzt nur über den Handel von Future-Optionen. Wir reden nur über den Verkauf von Optionen, wo es um die Generierung von Prämien geht. Wir reden nicht über Covered Calls, wir reden nicht über Cash Secured Puts. Das sind vollkommen andere Geschichten. Ne? Da brauchst du keine Spreads. Aber wenn es um den Verkauf von Optionen geht, wo es nur um Prämie geht, werdet ihr das weitermachen wie bisher? Was werdet ihr da anpassen, positionsgrößenmäßig? Werdet ihr vielleicht auf Spreads umgehen? Und nochmal, ich für mein eigenes Geld werde weiterhin, so wie ich das jetzt schon seit 15 Jahren tue, auch nackte Optionen nutzen. Ne? Wir sind in den letzten Jahren ein bisschen mehr an den Spread-Handel gekommen aufgrund der Margin-Anhebungen, die wir in vielen Märkten gesehen haben, sodass wir ohnehin ein bisschen mehr Spreads hatten. Aber ich werde weiter in meinen eigenen Konten, mit meinem eigenen Geld, das ist was nur mich anbelangt, nackte Optionen einsetzen. So, alles was für Kunden ist, ausschließlich Spreads, weil es einfach mir und auch den Leuten natürlich dann eine Sicherheit gibt. Wir werden keinen Morgen aufwachen und werden unseren Kunden sagen müssen, das ganze Geld ist weg. Und das ist mir letztendlich mehr wert, als zu sagen, okay, du hast dieses Jahr
Gut oder schlecht performt? Gut oder schlecht performt, das kann, ja, das ist wenn du das lange genug machst, wirst du gute Jahre und schlechte Jahre haben, das ist vollkommen normal. Ne? Wenn du aber sagst, du hast einmal das ganze Geld in den Wind geblasen, dann ist gar nichts mehr mit Performance. Und deswegen haben wir das ab sofort für uns so beschlossen. Und es gibt einen Spruch, beziehungsweise es ist kein Spruch, aber so etwas, dass man manchmal sagt, offensichtliche Wahrheit. Und das ist eine offensichtliche Wahrheit. Also, ich bin gespannt auf eure Reaktion, auf eure Meinungen. Jetzt bitte auch wirklich mal versuchen, hier sachlich zu bleiben. Wie seht ihr das? Was zieht ihr da für Learnings aus der ganzen Geschichte? Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. So, jetzt aber. Bis dahin. Euch alles Gute. Viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut.